Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Test Lost Horizon. Ja, Lost Horizon ist ein noch nicht so altes Point-and-Click-Adventure von Deep Silver und ich habe hier die Extended Demo. Und ja, da ich dachte mir, da ja einige jetzt auch in letzter Zeit gesagt hatten, sie würden sich freuen, mich mal bei einem Point und Click zu sehen und das Ergebnis des Votes ja noch nicht feststeht, ob ich da jetzt einen Point und Click machen werde oder nicht, habe ich mir gedacht, jo, mach's doch einfach mal hier eine Demo. Die habe ich übrigens schon mal gemacht, ich weiß nicht, ob es diese Extended Demo war oder eine normale nur. Jedenfalls ist es nicht blind jetzt. Aber ja, vielleicht kommen ja doch trotzdem noch mal so ein paar Sachen, wo ich nicht genau weiß. Schauen wir uns das einfach mal an. Es spielt in im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, oder zumindest in der Zeit. Und ja, Nazis, nettes Thema. Was heißt nett? Also immer mal wieder schönes Thema für ein Spiel und einen Film auch. Nett waren die Nazis natürlich auf keinen Fall. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal auf neues Spiel. Und ich halte mal meinen Mund. Dort hinüber. Wohin jetzt, Richard? Die Geheimtür ist nicht mehr weit. Beeil dich, verdammt, die sind gleich da. Halt uns den Rücken frei. Wir haben es gleich geschafft. Ich bedauere den Verlust deiner Kameraden. Was wollen diese Mistkerle hier? Sie suchen diese Kammer. Wie? Warum das denn? Hier ist doch nichts. Ganz im Gegenteil. Hier ist alles. Wir befinden uns vor einer Pforte, hinter der sich der größte Schatz der Menschheit verbirgt. Wovon reden Sie? Wir behüten in diesem Kloster ein jahrhundertealtes Geheimnis, für dessen Offenbarung die Welt noch nicht reif ist. Ich erzähle dir das, weil du in wenigen Augenblicken der letzte Mensch bist, der verhindern kann, dass der Schlüssel zu diesem Geheimnis in die Hände dieser Barbaren gerät. Was ist das? Das ist ein Schlüssel. Irgendwann werden sie diese Kammer finden und die Tür aufbrechen. Dann darf er nicht mehr hier sein. Nimm ihn an dich, benutze ihn und bring ihn auf die andere Seite. Dann wirst du alles verstehen. Meine Einheit wollte die Mönche beschützen. Nun bin ich als Einziger noch am Leben und habe keine Ahnung, wer uns eigentlich angegriffen hat.
Und vor allem warum? Der Mönch sprach von einem uralten Geheimnis, einem gewaltigen Schatz, der sich hier in dieser Kammer verbergen soll. Vielleicht ist das tatsächlich der Grund für den Überfall. Wie auch immer, ich muss einen Weg hier raussuchen und die britische Regierung über diesen Angriff informieren. Ja, womit wir jetzt am Anfang sind. Die bösen Nazis wollen hier irgend so ein mystisches Geheimnis mal wieder in ihren Besitz bringen. Ja, der arme Mann ist tot, leider. Ich schaue ihn mir nochmal an hier. Er ist tot. Er und seine Brüder haben ihr Leben geopfert, um dieses merkwürdige Schlüsselartefakt zu beschützen. Angeblich soll sich in dieser Kammer ein uraltes Geheimnis verbergen. Der Mönch sprach von einem gewaltigen Schatz. Das erklärt vielleicht den Überfall auf das Kloster und das skrupellose Vorgehen der Angreifer. Ja, bei Spielen dieser Art oder zumindest von Deep Silver, auch bei Geheimakte ist es so, und auch bei diesem Spiel, dass man sich hier die Punkte, wo man halt klicken kann, anzeigen lassen kann. Das ist natürlich sehr hilfreich. Wenn ich jetzt mal hier drücke, sieht man überall, wo man halt interagieren kann. Ich werde jetzt erstmal versuchen, das so zu machen. Nur wenn ich jetzt meine, ich habe vielleicht was übersehen, dann klicke ich da mal. Und man kann hier sich Aufgaben... Klick mal eben hier drauf. Sie haben die Aufgabenhilfe gestartet. Sobald eine aktuelle Aufgabe verfügbar ist, werden Sie hier Informationen und Zusammenfassungen zum Spielgeschehen finden. So wissen Sie immer, was Ihr Held als nächstes tun sollte, für den Fall, dass Sie einmal den Faden verloren haben. Aber keine Angst, diese Informationen verderben Ihnen nicht den Rätselspaß. Die vor Ihnen liegenden Herausforderungen dürfen Sie natürlich alleine lösen. Ja, das ist also keine Hilfe hier, sondern nur sozusagen... eine Zusammenfassung. Jetzt wollen wir mal gucken. Hier ist eine Bodenplatte und eine Stele. Ich schaue mir erstmal die Stele an. Außer einer Vertiefung hier oben sehe ich nichts Besonderes an der Stele. Okay, da wird man was reinstecken können. Dann schauen wir uns die Bodenplatte an. Auf der Bodenplatte sind lauter merkwürdige Linien und Gravuren zu sehen. Soweit ich das beurteilen kann, ist der Stil der Verzierungen nicht wirklich typisch für diese Region. Im Grunde ist er nicht mal asiatisch. Ich habe das Gefühl, dass diese Platte hier irgendwie nicht hingehört. Ja gut. Gehört hier nicht hin. Was haben wir denn noch? Ein Drachenzeichen und hier Schriftzeichen. Schauen wir uns erstmal die Schriftzeichen an. In diesem Raum befinden sich lauter merkwürdige Schriftzeichen. Leider habe ich keine Ahnung, was diese bedeuten könnten. Jo, ich auch nicht. Ich habe von solchen Zeichen auch keine Ahnung. Das haben wahrscheinlich auch nur Archäologen oder andere Wissenschaftler. Drachenzeichen, da kann man was machen. Ich guck's mir aber erstmal. Ein Relief, das einen gewundenen Drachen darstellt. Soweit ich weiß, sind Drachen in der asiatischen Mythologie oft Hüter von Türen und Toren. Naja, wir sollen ja irgendwie auf eine andere Seite, sagte er. Schauen wir mal, was wir da machen können. Vielleicht verbirgt sich hinter dem Relief ja die mysteriöse Pforte, von der der Mönch gesprochen hat. Aber wie soll ich sie öffnen? Keine Chance. Ich sehe keine Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen, wenn es überhaupt ein Tor ist. Ja, das wird wohl nichts. So, was haben wir denn bei uns? Ein Artefakt. Ja, ich denke, wir werden das Artefakt... hier drauf tun, da war ja eine Öffnung. Das Artefakt scheint genau in eine Öffnung auf der Stele zu passen. Ich habe zwar absolut keine Ahnung, was ich damit auslöse, aber nach den Worten des Mönchs ist das der einzige Ausweg. Ich hoffe, er hatte damit recht. Was nennt man wohl Teleportation? Nun, Leutnant, wie weit sind Sie? Der Widerstand wurde vollständig gebrochen. Das Kloster befindet sich unter unserer Kontrolle. Und die Kammer? Haben wir noch nicht gefunden. Es muss einen versteckten Zugang geben, durch den der Mönch und der Tommy verschwunden sind. Jedenfalls behauptet das der Gefangene.
Hat er mittlerweile auch erzählt, was seine Einheit hier wollte? Ja, wir haben ihn sehr schnell zum Reden gebracht. Sie sollten diese Region erkunden. Sein Leutnant hat dafür angeblich handgefertigte Karten eines Kartografen aus Hongkong benutzt, der diese Region schon vor Jahren bereist hatte. Sieh an, der Zufall spielt eine manchmal sonderbare Streiche. Diesmal haben wir die Situation noch unter Kontrolle bekommen. Aber ich möchte nicht, dass unsere Operation ein weiteres Mal gestört wird. Wir werden die Patrouillen weiter ausdehnen. Außerdem habe ich eine Überwachung des Luftraums durch unsere Jäger veranlasst. Sie sind ein Offizier, Sie vertrauen der Abwehr. Ich hingegen bin Wissenschaftlerin und baue auf Prävention. Schicken Sie sofort jemanden nach Hongkong, der diesen Kartografen aus dem Verkehr zieht und seine Aufzeichnungen vernichtet. Bezahlen Sie gegebenenfalls irgendeine Bande vor Ort, die sich um die Drecksarbeit kümmert. Hauptsache, wir schaffen dieses Problem aus der Welt. Wir müssen alles Nötige tun, dass nicht nochmal jemand hier auftaucht und uns dazwischenfunkt. Diese Mission ist zu wichtig. Und wir stehen kurz vor dem Ziel, Leutnant. Die Zukunft des Dritten Reichs liegt in Ihren und meinen Händen. Ja, aus dem Verkehr ziehen. Das sind doch Mafia-Methoden, sind das doch... Kann nicht klagen. Und bei dir? Fliegst du immer noch Fracht, von der du lieber die Finger lassen solltest? Tja, leider lässt sich mit Ehrlichkeit zurzeit kein Geld verdienen. Und ich muss schließlich meine Miete zahlen. Außerdem macht's Spaß, den Typen ein paar Marktanteile wegzuschnappen. Fenton. Dummerweise verstehen die aber keinen Spaß, wenn sich jemand in ihre Geschäfte einmischt. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Um so kleine Fische kümmern die sich doch gar nicht. Ach ja? Gestern Abend waren zwei von denen hier und haben nach dir gefragt. Ja und? Soll ich mir jetzt vor Angst in die Hose machen? Fenton, du bist mein bester Kunde und deshalb gebe ich dir einen guten Rat. Sei verdammt vorsichtig, sonst liegst du schneller auf dem Grund des Hafenbeckens, als ich rumsagen kann. Shen, du klingst wie das Kindermädchen, das ich nie hatte. Nein, ich klinge wie jemand, der weiß, wovon er spricht. Hat man dir bei der Armee nicht beigebracht, dass du deine Feinde niemals unterschätzen solltest? Feinde? Jetzt übertreib mal nicht. Ich gehe in die nächste Zeit einfach aus dem Weg, dann glätten sich die Wogen auch wieder. Das glaubst du doch selbst nicht, oder? Keiner legt sich ungestraft mit der Tong-Triade an. Vergiss das Schmuggeln und such dir was anderes, das Spaß macht. Schon gut. Ich werde vorsichtig sein, okay? Apropos Spaß. Ihr habt eine neue Sängerin? Ja, aber mit der wirst du ebenfalls keinen Spaß haben. Die steht nämlich nicht auf Typen wie dich. Vielleicht steht sie auch gar nicht auf Typen. Landen konnte nämlich noch keiner bei ihr. Shen, wie du weißt, sind schwierige Landungen meine Spezialität. Wenn du es schaffst, dass sie dir ihre Zimmernummer gibt, spendiere ich dir meinen besten Whisky. Hol schon mal die Flasche aus dem Keller. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Ja, das wäre doch gelacht. In spätestens 2 Minuten bekomme ich nicht nur eine Verabredung mit der aufregendsten Frau Hongkongs, sondern auch noch eine Flasche exzellenten Whisky. Das Leben kann so schön sein. Ja, jetzt spielen wir hier diesen Fenton. Habt ihr ja schon mitbekommen. Schmuggler. Naja, was heißt Schmuggler? Also er muss halt gucken, dass er überlebt, aber... hat sich so ein bisschen wohl... mit der Mafia angelegt hier.
Ich hoffe, das wird uns nicht schlecht bekommen. Jetzt dürfen wir erstmal mit dieser Frau hier flirten. Ja, jetzt dürfen wir uns auch noch aussuchen, was wir sagen wollen. Wow, sie sehen atemberaubend aus in diesem Kleid. Oder, ihr Song hat mir den Tag gerettet. Darf ich Ihnen einen Drink spendieren? Jo, finde ich beides jetzt ehrlich gesagt nicht so optimal, aber gut, dann würde ich sagen, wir machen mal lieber das untere. Ja. Ihr wunderbarer Song hat mir den Tag versüßt. Darf ich mich dafür mit einem Drink bedanken? Netter Versuch, aber ich trinke nicht, danke. Nö, da gehen wir jetzt weiter drauf ein. Wir versuchen jetzt nichts Neues. Das soll ich glauben. Kommen Sie schon. Was kann ich Ihnen bestellen? Gut. Um ehrlich zu sein, trinke ich nach einem Auftritt gerne ein Glas Champagner. Ich will es aber nicht mit Ihnen trinken. Lassen Sie mich bitte allein. Okay, okay. Bitte geben Sie mir noch eine Chance. Ja, gut. Nee, ich will jetzt den eingeschlagenen Weg nicht wieder verlassen. Obwohl, naja, das ist aber wirklich aufdringlich. Sie bleiben also bei ihrer Entscheidung. Nee, versuchen wir es dann doch mal mit der Komplimentsmasche. Wow. Beim Anblick dieses Kleides stellt sich mir die Frage, ob Kleider Leute machen oder die Verpackung nichts ohne den Inhalt ist. Sie sehen jedenfalls atemberaubend aus. Ich nehme es als Kompliment, auch wenn es ein zweifelhaftes ist. Ich denke, wir sollten uns besser kennen. Immer diese plumpe Art. Nee, komm. Das lag nicht in meiner Absicht. Verzeihen Sie mir bitte. Es ist allerdings unzweifelhaft, dass Sie fantastisch singen. Ich weiß. Dafür werde ich auch bezahlt. Sie entschuldigen mich bitte. Wow, die Kleine ist aber wirklich mal eine echte Herausforderung. Nun, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich möchte keineswegs aufdringlich scheinen. Überwältigt von Ihrem Anblick habe ich mich vielleicht etwas tölpelhaft ausgedrückt. Bitte geben Sie mir noch eine Chance. Lassen Sie uns einfach noch mal ganz von vorn beginnen. Okay, okay. Wir müssen also anders vorgehen. Wir müssen also das jetzt so lange durchziehen, bis das funktioniert hier. Dann fangen wir da diesmal gleich mit dem Kleid an. Wow. Beim Anblick dieses Kleides stellt sich mir die Frage, ob Kleider Leute machen. Ich nehme es als Kompliment. Ja, das kennen wir ja schon. Dann machen wir jetzt mal doch das Erstere hier. Ich wollte nicht indiskret sein, aber die Frage steht im Raum. Um sie zu beantworten, müssen wir uns wohl näher kennenlernen. Oh, und entschuldigen Sie meine Neugier, aber ist das in Ihrem Haar eine Tulpe oder eine Rose? Wohl eher eine Lilie. Blumen haben Sie demnach noch nie verschenkt? Ich lerne gern dazu. Frauen mögen lieber Steine. Nee, nee, also diese, ich sag mal, diese nachgiebige Methode hat ja vorhin schon nicht funktioniert, also mache ich die obere. Sollte ich? Ich dachte, Frauen bevorzugen Steine. Sie tragen doch auch welche an ihrem entzückenden Handgelenk. Ein Geschenk von einem Verehrer? Vielleicht. Was ist mit dem... Wie ist das mit dem Aufregenden? Ich war eben gerade so ein bisschen... Wie ist das mit dem aufregenden Inhalt ihres Kleides? Ja... Sicherlich sehr aufregend, aber das ist ja nun wirklich sehr dreist. Aber gut, vielleicht passt es einfach. Ja? Also, die Frage, ob sie Blumen oder Steinen den Vorzug geben, wäre also geklärt. Aber wie ist das mit dem aufregenden Inhalt ihres Kleides? Wann können wir uns diesem interessanten Thema widmen? Nun, lassen Sie uns das auf später verschieben. Besuchen Sie mich doch heute Abend nach meinem letzten Auftritt. Ich habe im Club ein Zimmer. Mist. Diese Kerle gehören zur Tong-Triade. Offensichtlich hatte Shen recht. Die suchen tatsächlich nach mir. Oh, sind die Typen wegen Ihnen hier? Ich fürchte ja. Und es wäre besser für meine Gesundheit, wenn sie mich nicht finden.
Ich werde Ihnen helfen. Wäre doch schade, wenn unsere Verabredung platzen würde. Nehmen Sie den Hintereingang. Ich unterhalte mich so lange mit den beiden. Time to say goodbye, Freunde. Das ist ja mal schön. Ja, wie man sieht... Sackgasse, Paddock. Oh, doch nicht. Wie man sieht, ja, in älteren Zeiten, da hat es dann doch mehr mit der dreisten Methode geklappt bei den Frauen. Ja gut, bei manchen vielleicht heute noch, aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt haben sie mich aber ja doch hier geschnappt. Was sollen wir denn sagen? Das darf doch nicht wahr sein. Habt ihr heute alle Ausgang? Ihr sollt euch wirklich dreimal überlegen, ob ihr euch mit mir anlegen wollt. Ihr müsst mich verwechseln. Hinter euch ein dreiköpfiger Drache. Naja, da werden sie wohl kaum drauf reinfallen. Ich suche noch zwei blendend aussehende Burschen für unsere Tanzgruppe. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Na, nehmen wir das mit der Tanzgruppe. Das finde ich lustig. Auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt, aber... Meine Antwort spielt doch sowieso keine Rolle. Ihr mischt mich ja doch auf, oder? Helles Kerlchen. Diesmal hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Oh oh. Wach auf, Paddock. Du verpasst sonst deinen allerletzten Flug. Schon mal eine Wasserlandung gemacht? Ich lach später. Lass mich erstmal raus hier. Du willst es nicht kapieren, oder? Doch, doch, ich hab's kapiert. Das mit der Geschäftserweiterung war wohl keine so gute Idee. In der Tat. Aber unsere Geduld ist jetzt am Ende. Du hättest dich aus unseren Geschäften heraushalten sollen, aber du wolltest die gut gemeinten Warnungen ja nicht ernst nehmen. Hey, Jungs, lasst uns das doch in aller Ruhe besprechen. Ich komme euch ab jetzt auch nicht mehr in die Quere, einverstanden? Zu spät, Paddock. Und wieder bewahrheitet sich ein altes chinesisches Sprichwort. Ein Geschäft eröffnen ist leicht. Schwer ist es, es geöffnet zu halten. Aber wir wollen nicht herzlos sein. Wir gewähren dir zwar keinen letzten Wunsch, aber du darfst die Art deines Todes wählen. Willst du lieber ersticken oder ertrinken? Du musst dich nicht sofort entscheiden, Paddock. Ich will dir das mal erklären. Eigentlich ist dein kleines U-Boot hier absolut wasserdicht. Wenn wir dich also gleich ins Hafenbecken werfen, kommt kein Tröpfchen Wasser hinein. Du hast dann noch für ungefähr 15 Minuten Luft zum Atmen. Eine quälend lange Zeit, wenn man auf den Tod wartet. Angst und Panik werden im Todeskampf deiner einzigen Begleiter sein. So etwas wünscht man nicht einmal seinem ärgsten Feind. Darum haben wir für dich ein Loch in den Deckel gebohrt. Du wirst erstmal instinktiv das Loch mit deiner Hand zuhalten. Aber tust du das nicht, kannst du dein Leiden dramatisch verkürzen. Lass das Wasser rein und du hast es in ein, zwei Minuten überstanden. Nein, danke uns nicht, alter Freund. Ich finde, das sind wir dir schuldig. Finde ich auch. Gute Reise, alter Freund. Ihr macht uns keinen Ärger mehr. Jo Leute, Game Over, das war's. Das Spiel ist vorbei. Schöner Mist. Fenton, wenn du aus diesem Schlamassel wieder rauskommen willst, solltest du anfangen nachzudenken. Okay, es ist natürlich noch nicht vorbei und wir müssen uns jetzt hier verdammt nochmal befreien. Ach ja, der gute Mann, der tappt ja von einem Missgeschick ins nächste hier. Erst klappt das nicht gleich mit der Frau, aber hat ja dann doch geklappt und jetzt darf er sich hier auch noch befreien. Wir haben hier einen Scharnier, einen Deckel. Gucken wir uns erstmal den Deckel an. Wenn es nur so einfach wäre. Der Deckel ist zugenagelt. Ich kann ihn nicht so ohne weiteres aufdrücken. Ja, das ist klar. Die Fugen der Kiste sind mit Teer abgedichtet. Mit Teer, okay. Was haben wir hier? Eine Stoffserviette, Feuerzeug und eine Brieftasche. Was ist denn in der Brieftasche drin? Mal sehen, ob ich darin was Brauchbares finden kann. Okay, Münzen. Ich halte es zwar für keine besonders clevere Idee, jetzt das Loch anzustarren, aber wenn wir schon dabei sind... Der Durchmesser beträgt 3 oder 4 Zentimeter. Ja, vielleicht...
Moment, hier hat er aber das Feuerzeug in der Hand. Kann ich die Münzen... Okay, das kann ich nicht benutzen hier. So, was haben wir denn hier nochmal? Teer, hier ist Teer. Vielleicht können wir hier was tun. Ja, ein bisschen den Teer aufweichen oder so. Er ist ausgehärtet. So bekomme ich ihn nicht ab. Ja, du sollst ja auch mit der Flamme... An dieser Stelle hat sich beim Abdichten ein dicker Teertropfen gebildet. Okay, dann nehmen wir den mit dem Taschentuch auf. Der Teer ist ausgehärtet. So bekomme ich ihn nicht ab. Okay, das funktioniert nicht. Okay. Ja, Scharnier. Das ist ein Scharnier. Die Tonks haben anscheinend eine alte Tür als Deckel für diese Kiste verwendet. Es ist am Deckel der Kiste festgeschraubt. Okay, Feuerzeug. Ach, das habe ich ja noch hier. Dann kann ich erstmal den Teer jetzt aufweichen. Okay, dann nehmen wir ihn jetzt mit der Serviette. Ich leg das Feuerzeug mal kurz aus der Hand. Fein. Teer und Serviette bilden nun einen hübschen Klumpen. Gut, eine Teerserviette. Damit können wir vielleicht das Loch zumachen. Serviette mit Teer. Und Scharnier. Es ist am Deckel der Kiste festgeschraubt. Ja, okay. Serviette mit Teer. Ja, was... Moment. Nee. Die Stoffserviette und der Teer dichten das Loch ab. Jetzt habe ich endlich eine Hand frei. Ach so, ja, jetzt habe ich beide Hände frei. Gut, dann kann ich ja jetzt mal versuchen hier... Damit kann ich das Scharnier nicht lösen. Aber vielleicht mit der Münze. Okay, das müsste klappen. So, das Eisenband haben wir jetzt. Damit können wir es vielleicht aufstemmen. Wenn ich das Eisenband in die Fuge zwischen Deckel und Kiste bekomme, kann ich die Kiste vielleicht aufstemmen. Versuchen wir es.